Ey Leute, ich bin's, der Philipp07. Und ja, wie ihr hier auch schon unschwer erkennen könnt, werde ich auf dem Kanal der Hardcore Gaming besser, 2K12, Diablo 3 Gameplay Commentaries machen. Und ja, ich glaube, ich mache einfach mal das ganze Spiel durch und fangen wir mal an mit dem Wichtigsten überhaupt. Die Klassenauswahl. So, wir sind hier in dem weiblichen Teil drin. Das versuchen wir mal lieber zu vermeiden. Der Hexendoktor. Sehr schön. Habe ich allerdings schon. Und ja, ich will auch mal ein bisschen Abzug. Deshalb gucken wir mal. Baba. Zu alt. Zauberer. Homo. Mensch. Habe ich probiert. Sieht unglaublich geil aus, der Typ. Der Bart. Sieht ihr den Bart? Der ist so geil. Egal. Buff. Nächstes. Dämoniker. Gut. Nehmen wir den. Bah, wie nennt man? Philipp. Bam, ganz klar, eiskalt. Los geht's. Oh. Au, Krampf. Na komm, start. So. Na dann. Los geht's. Ja, ich komme auch ins Alter. Auf Meine geht's. Familie wurde von der Höllenbrut dahingemetzelt. Dahingemetzelt. So etwas mit ansehen zu müssen, kann einen um den Verstand bringen. Ich merke, der Wahnsinn tötete meine Schwester. Aber ich spiele so gut vor. Ich war allein. Was meint ihr, wie ein Edding spielt? Und verängstigt. Bis ich gerettet wurde. Gerettet von Überlebenden, die gemeinsam die Welt von den Kreaturen der Hölle befreien wollen. Sie erkannten in mir die Stärke, den Dämonen zu widerstehen. Und sie formten mich zu einer Waffe. Der schwarze Edding riecht viel mehr nach Alkohol als der grüne. Nun bin ich bereit. Oh. Oh. Ja. Der Blutteil-Commentary. Wir schnüffeln. Pilz. Stufte Edding. So. Ich werde sie in ihre Gräber zurückschicken. Also, warum hier irgendwie abgeschlachtet, seine Familie und so, ist er so ein bisschen traurig und... Ja, jetzt will er hier so rachen. Ist kalt. Waffen, die sind sterben. Bring ich den Jäger. Ambus finde ich geil. Ja, Dämonenjäger. Cool, mit dem Namen gemacht. So, bin mit dem Anfang eigentlich schon sehr vertraut. Läuft hier ein bisschen rum. Ja, guck mal hier rum, darum, dann weiter geht's. Baff, hier frisst schon der erste Spaß an der Leiche rum. Bam, eiskalt. Bam, abgeballert. Nächsten zwei, puff. Bam. Weg, dort liegt der Kopf. Da, können wir zoomen, können wir nicht. Weiter geht's. Baff dich. Baff dich. Bam. Bam. Komm doch. Greifen wir ein bisschen zu langsam an. Findet ihr das auch? Ja, ne? Tam, tam, tam. Um den gefallenen Stern zu finden und das Böse, das von ihm ausgeht, aus diesem Land zu töten. Wisst ihr Bescheid? Die Drahle eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende. Leon. Da sind noch mehr. Kurz warten. Spielt's dann vielleicht ein bisschen lauter, dass ihr auch ein bisschen was davon mitkriegt. Zack, 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 zack. Anwenden. Okay. Probieren wir's mit Damen. Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt sind. Warum kann man die erst öffnen, wenn die zurückgedrängt sind? Sinnlos, würde ich mal sagen. Spinne, Alter. Öffne das Tor. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Nee, wie auch. Ihr findet Lea im Gasthaus zum verschlachteten Kalb. Da blinkt's, da, seht das, da muss ich hin. Schwinde, Alter. Alter, abgerockter. Penner, ich schwör. Oh, ja, komm, lauf noch mal gegen die Wand. So, da rein. Puh. So, da ist er. Jetzt labert der so ein bisschen mit der... Ramford, bla bla. Die haben die sich auch noch nicht. Der hier ist behindert. Der auch oft. Ja, ja, ja. Ich versuchte ihn zu finden. Komm hier rein. Ja, Leas Zimmer. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Auf einmal, und der hier bleibt nicht, da passiert gar nichts, na klar. Super.
Alter, lag. Für die Wirtschaft ist das der Tod. Ja. Ich muss sagen, verrückt. So. Star, sekundär. Du Spore, werf dein Messer. Haha. Bin ich der Messerrohr? Rohr. Naja. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Dann werde ich ihnen ein Ende bereiten. So, ich gucke erstmal, ob alles klappt. Und ist ganz nice hier. Und ja, bis gleich. Hier mache ich erstmal ein kleines Cut. So, jetzt wo wir so ein bisschen die Fähigkeiten gescheckt haben, haben wir ja was Neues, Messerwurf, zack. Nur dass das nochmal fällt. Was nimmt das eigentlich? Hass. Ja. Ich hasse viele Leute. Halt's mal. Ja, Buff, geht's weiter. War kurz Technik-Check, muss gucken, ob alles läuft, dies, das. Alles wunderbar. Und ja. So, für so ein bisschen rum. Tot, haha. So. Ich hoffe, ich habe das mit dem Sound hingekriegt. Wie kann ich dabei helfen, die lebenden Toten zu weil helfen? Das ist eigentlich ganz schön blöd gelaufen, eigentlich, als ich das gehört habe, fand ich so eine Doppelung. Ich warte mal kurz. Ja, tut mir leid, dass ich das... Ja, ja, gleich. Entschuldigung, dass ich wieder nochmal... Mach mal Sound deaktivieren, höre ich zwar nichts. Mehr Spaß für euch. Spaß, Messer werfen, Messer werfen, Messer werfen. Okay, das ist eindeutig langweilig. Guck dir den an, was macht das Messer? Gar nichts. Gar nichts, Alter, da kann ich auch, keine Ahnung. Sinnlos auf jeden Fall. Zieh Schaden ein. Gut, ohne Sound macht das echt keinen Spaß. So. Tut mir leid. Hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Schön. So. Ah nein, ich bin nicht auf Anwenden gegangen. Anwenden. Finde ich irgendwie gerade ein bisschen blöd, dass der so schlecht ist. Enttäuscht von dem Klapser. Ich hätte keine zwei Waffen halten, ich hoffe, ne? Ein falsches Fenster. Da. Ja, ich hoffe. Ich wissen. Hört das? Ist egal, der labert den Unsinn. Zack, hey, der stirbt tatsächlich. Ich will checken, wie stark das Messer ist. Alter, one kill. Alter, der hat das Messer im Kopf, nice. Mir fehlt der Nahkampf, ganz im Ernst, mir fehlt der. Egal. Stoffrobe. Bam, 1. Zack. Zack. Bam. Grobes Kurzschwert. Kann ich mir das in die andere Hand drücken? Oh nein. Eklige Frau. Frecke. Swiss. Handaxt, Alter. Nur, dass du Bescheid weißt. So. Probieren wir damit. Ja, toll. Oh nein. Kann der eigentlich auch ein Messer angreifen? Ich check mal. Blöd. Gut. Doch das. Ich werde wahrscheinlich viel mit dem Messer werfen. Das ist halt geil. Knife Kill. Barf dich, barf dich. Der braucht zwei Hits. Das finde ich nicht so geil. Muss ich hier rein? Ich gehe einfach mal rein. Mutriger Keller. Zack, lauf hier so mal eine Runde. Toter Idiot hin. Zack, Sackgasse. Da ist jemand, da ist jemand. Der sieht bedeutend aus. Ich werde den kill ich. Alter, verschwinde. Wo bist du? Verschwinde. Oh, Alter. Zum Heiltrank schlucken. Kipp um. Buff, Alter, explodier. Zack. Und ist eigentlich so schnell. Zack. Bisschen heilen hier, bisschen heilen da. Ja, toll. Scheußliche Muttern töten, dort steht's. Scheußliche Königin in den alten Ruinen. Hm. Was bringt? Was ist los? Ich sollte vielleicht mehr auf die Story achten. Egal. Boah. Rudelfeeling, Barf, Baumstumpf, eiskalt abgeschottet, geschottet, geschottet, scheiß drauf. Weiter geht's. Ja, vielleicht noch ein bisschen was zu mir. Ich zock eigentlich mehr Call of Duty. Und ja, ich dachte mir so, ja, weil der Armia mich
gebeten hatte. Wie heißt der hier? John. Ich habe mir vergessen, dass John mich gebeten hatte, dass ich eben mit den Commentaries mache. Dass ich nicht mit dem, dass ich eben Diablo Commentaries macht. Feucht der Keller. Feucht. ja, da dachte ich mir, ach, den kannst du nichts abschlagen. Machst du. Hab jetzt auch nochmal hier das alles geklärt, dass ich aufnehmen kann. Und ja, ich werde allerdings heute nicht allzu lange zocken. Ich denke, ich mach mal so eine Mission und mach dann einen Cut. Mach morgen ein bisschen weiter. Und ja, dann ist sowas. Naja, ich bin jetzt nicht so ein Softie, der die ganze Zeit dran sitzt. Also doch, aber ja, in Call of Duty. Blöd. So, und dann kommt Fall um. Stufe 3. Ja, so sieht's nämlich aus. Erkundungshandschuhe. Geil. Die reden im Morgenwasser und ich höre nie zu. Kann ich den Bogen und das nehmen? Braucht auch noch Pfeile. Nicht ist. 3, 1, zack, gewechselt. Okay. Muss ich nach Hause laufen oder was? Nee. Nicht das. Ich laufe weiter. Gibt es dann irgendwie so ein Portal oder so? Ich versuche es zurückzulaufen. Jo! Okay. Komm! Ja. Läuft gut, muss jetzt essen. Und ja, ich komme dann später wieder vorstellen. Bis denn, Cut! So, Leute. Ja, wie könnte es anders sein? Der Philipp 007 ist wieder da. Und ja, ich laufe gerade hier in den alten Ruinen rum. Nice, dort blinkt es wieder. Seht ihr, da. So. Das ist schon der erste. Billig, Alter. Alter, was war das? So, Buff hier zurück, teleportierster. Buff. Ups. Neutrister. Auf dich. Da ist er. Danke für eure Hilfe. Ein leeren Ausdruck. Durchgarten da. Empfänger. Okay. Jetzt geht die gleich zu so einer Kathedrale. So, und zack, jetzt kommt die hier mit. Ob das so gut ist, ich weiß ja nicht. Los, meine Freundin, mach mal hier auf. Buff, weiter geht's. So, gucken wir mal hier, da ist es. Nicht das, Lauf. Bam! Ist das nicht geil? Mit Schattenenergie. So, in der Höhle kommen dann so ein paar Penner. Ich überlege, wie ich es mache. Ja, Messerwurf und dann so. Ah, erst wenn ich zurückkomme. Ah, jetzt findet die ihre Mutter oder so. Bei den Kessel. Hm. Alter, das ist nice. Au. Bah. Meine Kraft ist zurückgekehrt. Ja, das war knapp. Ruhe klauen, klauen, immer klauen, immer wenn er sitzt und klauen, klauen. Auf einmal.
Robuster Beschützer. Bisschen Schild, Alter. So, was kann das? Ja, sind das. Oh. So, jetzt quatschen wir die an. Ja. Das ist der Schlüssel. Das Tagebuch. Meine Mutter. Das ist ja gesehen. Oh, bitte rette mich. Das Glauke der Kapitän. Ah, sag, das geht aber halt schnell mit dem König. Bisschen EP, Alter, kannst du sparen. So, ich würde sagen, ich baller jetzt erstmal so einen Schuss auf die drauf. Also ich würde jetzt sagen, es ist 15. Ja, ich mache jetzt hier noch die Mission zu Ende und dann ist gut. Entschuldigung. Ja klar, ich muss mit euch reden, sonst seid ihr alle traurig. So viele Tote. Der eine sagt Ruth in Frieden und der sagt einfach nur, oh, so viele Tote. So, den verbinden wir damit. Geil.